Hallo, heute werden wir zusammen in Tailywhale shoppen gehen, um zu sehen, was es so gibt, was wir kaufen können, für welchen Preis. Und wir werden einfach ganz normal zusammen einkaufen gehen. Und dann denke ich mal, ohne weiterhin zu reden, werden wir mal starten. Ich bin vom Einkaufen zurückgekommen und ich habe schon so einige schöne Sachen gefunden, die ich dann auch gekauft habe. Und jetzt werde ich euch alles genau zeigen und die Preise auch dazu. So, zuallererst habe ich mir einen beigen Pulli gekauft, der hier was stehen hat, der sehr schön ist. Den habe ich aber auch als letztes gefunden. Der hat 12,99 € gekostet. Finde ich für den Preis ziemlich gut. Es ist eins der Pullis, die ich nicht anprobiert habe, aber ich genau wusste, es ist meine Größe, es passt, alles gut. Als nächstes habe ich mir so eine Bluse gekauft, so Bluse, Pullover, das kariert ist gekauft. Es ist so blau-weiß, sehr schön. Das kann man zusammen mit einem Rock kaufen, das genau gleich aussieht. Also man kann es zusammen kaufen oder getrennt. Getrennt, das Oberteil hat 22,99 € gekostet. Es ist schon etwas teurer, aber es sieht sehr schön aus und hat auch eine ziemlich gute Qualität. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Also das kann man so wie mit dem Rock anziehen oder auch mit einer anderen Hose. Dazu passend habe ich mir dann auch den Rock gekauft, der ziemlich schön aussieht. Das genau gleich aussieht wie das Oberteil. Man kann es gut zusammen verwenden oder halt auch mit einem anderen Oberteil. Sieht auch ziemlich gut aus. Und das hier hat 19 € gekostet und 99 Cent. Also der Preis ziemlich gut, die Qualität ziemlich gut. Also ja. Ich habe mir auch eine Jeans gekauft und zwar eine Mom Jeans. Es gab so eine komplette Abteilung mit vollen Mom Jeans. Der eine war dunkler, das andere heller. Das eine mit zwei Löchern, das andere mit drei Löchern, aber die sahen alle ziemlich gleich aus. Also man konnte schon Unterschiede sehen, aber die sahen für mich alle ziemlich ähnlich aus. Und dann habe ich eins genommen, das schon etwas heller ist neben anderen, aber hinten in den Hosentaschen, die zwei Hosentaschen, verschiedene Farben haben. Das war dann nochmal was ganz anderes wie die restlichen Mom Jeans. Fand ich ziemlich schön und bequem. Das hier hat 29,99 € gekostet, dachte ich auch zuerst so, nur so 29 €, fast 30 €, okay. Aber dann, als ich an der Kasse war, war es 10 € billiger, weil es hatte Rabatt und ich hatte es irgendwie nicht bemerkt. Okay, gut, dass es 10 € billiger war. Ich habe mir auch einen braunen Pulli gekauft, der sehr gut für den Winter ist. Den habe ich direkt zum ersten Mal gesehen und schon gewusst, okay, das nehme ich, das ist schön, das ist perfekt. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat 25,99 € gekostet. Der Preis ist ziemlich gut. Ich habe den auch anprobiert, sehr bequem und hält auch wirklich warm.
Aber so, ja, habe ich dann direkt gekauft. Als letztes, was ich mir als Kleidung gekauft habe, ist ein Oberteil, der mir sehr gefallen hat. Denn es ist doch mal ein bisschen anders neben den anderen Sachen, die es dort gab. Und zwar hat das Oberteil, ist das Oberteil so in zwei geteilt. Und es hat einmal so eine graue Farbe und dann einmal auf der anderen Seite so blau. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Das habe ich mir dann auch anprobiert. Sieht sehr gut aus. Und das hier hat 19,99 € gekostet. Preis sehr gut. Ist auch ziemlich bequem. Hat mir direkt gefallen und auch gekauft. Als allerletztes von allem habe ich mir auch noch ein schönes Paar Ohrringe gekauft. Und zwar die hier, die finde ich ziemlich schön, hatte schon von Anfang an im Blick. Und die hier haben 2,50 Euro gekostet, aber wegen Rabatt waren die nochmal 50 Cent billiger, also haben die auch insgesamt 2 Euro gekostet. Und das war auch alles, was ich gekauft habe. Insgesamt habe ich 123,94 € ausgegeben. Ich glaube, es ist ziemlich gut für die Menge, dass ich gekauft habe, weil es sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Also ich kann da jederzeit wieder einkaufen gehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es sehr gefallen, euch beim Shopping mitzubringen. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis und hilft diesem Kanal, macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!